Weißt du was? In dieser trüben, grauen Zeit der Advent, wir sollten uns belohnen. Wir trinken jetzt mal einen schönen Bordeaux. Gute Idee, hm? Super Idee. Nimm mal, habe ich hier mal. Oh Mensch, der ist ja weiß, ja. Ja, klar ist er weiß, auch schöne weiße Bordeaux. Wir haben hier die Reserve aus dem Haus Mila Bains. Das ist ein sehr traditionsreiches Bordeaux-Handelshaus, das außergewöhnliche Qualitäten bietet. Das Kultgut natürlich Chateau Balmer. Und hier haben wir einen Wein, den Sie in der Form nicht so lange herstellen. Allerdings ist er dafür umso ansprechender. Aber das gucken wir jetzt gleich mal durch, was wir hier noch haben. Nicht? Weißer Bordeaux ist untypisch eigentlich. Man denkt immer, das ist alles rot, aber es ist doch sehr viel Weißwein im Bordeaux. Trocken. Die meisten kommen aus dem Entre des Meers, aus dem kleinen Gebiet da, zwischen den Meeren, sprich zwischen den beiden großen Flüssen, die durch Bordeaux laufen. Und die Weißweine aus dem Bordeaux bestehen in der Regel immer aus zwei Hauptrebsorten. Das eine ist eine Rebsorte, die uns doch sehr wohl bekannt ist, das ist der Sauvignon Blanc, der auch an der Loire für Parfümerie und Sancerre zuständig ist. Der ist auch in Bordeaux zu Hause. Und das andere ist Semillon. Semillon ist eine Rebsorte, die in Bordeaux zu Hause ist. Ansonsten findet man sie noch relativ häufig in Australien. Die beiden sind in der Cuvée hier mit drin. Wir haben hier einen Wein, der lebt von der Sauvignon-Aromatik in der Nase schon, wenn man reinricht. Man hatte grasig Brennnessel, ein bisschen Grapefruit, die mit drin. Sofort Lust. Ja, ist schön, ist super animierend. Ja. Das sagt er, weißer Bordeaux ist auch ein Wein, der in dieser Stilistik jung zu trinken. Es gibt auch andere weiße Bordeaux, die sehr, sehr alt werden können, die sehr kräftige, klotzige Weine sind. Das hier ist jung, bedürrend, frisch, ansprechend. Das ist einfach pures Vergnügen. Super Begleiter zu allem, was Sie an Fisch haben, wenn man einen schönen Steinbutt hat oder einen Rochenflügel mit ein bisschen Kapern oder auch Meeresfrüchte, dann ist der weiße Bordeaux ein idealer Begleiter. Man denkt nur nicht so häufig an den weißen Bordeaux, weil Bordeaux ist rot. Ja. Mhm. Aber die Kenner, so wie wir, alle hier, wir wissen, was wir trinken. Reserve Mila Bains 2010. Hier beim Blick. Der Trinkfluss in dem Wein ist super. Es ist wiederum von der Säure her, es ist mild, wirklich angenehm. Die Frucht in der Nase kommt im Gaumen auch wieder durch. Man hat viel Exotik drinnen. Das ist prickelt und spielt. Die Aromen sind immer präsent. Und es ist auch in dem Fall ein Wein, der einfach zum Trinken animiert. Freude, Friede, Eierkuchen, schöner Wein.